Mein Name ist Luzi Flütsch. Ich bin 57, bin seit rund 28 Jahren in der Georg Fischer als Verfahrenstechniker. Und meine Aufgabe ist es, das Ermitteln der idealen Fertigungsparameter für neue Werkzeuge, für neue Werkstoffe oder wenn wir neue Verfahren einführen, um zu schauen, wie sich die für unsere Teile integrieren lassen. Also Maschinen und ich haben gemeinsam, sind beide so ein bisschen Hitzköpfe. Die Plastifiziereinheit hat die Aufgabe, Kunststoff aufzuschmelzen, aufbereiten, homogenisieren und nachher ins Werkzeug einspritzen, das auf der Schliesseinheit eingespannt ist. Kunststoff wird also im warmen Zustand in ein Werkzeug eingespritzt, kühlt dort ab, das Werkzeug geht offen und wir haben das Teil. Die Arbeit, die ich mache, die macht mir von Grund her Spass, weil man hat etwas Neues, man probiert etwas Neues herzustellen, man probiert die idealen Parameter zu finden. Ich habe nicht die Aufgabe, um mit der Schublehre irgendwo Mass festzustellen oder so, sondern bei mir geht es mehr um den Prozess. Also dort kann ich einfach so viel einwirken, dass ich effektiv probiere, die idealen Parameter zu verwischen. Also, dass man, wenn man das Werkzeug wieder aufspannt und wieder laufen lässt, den Artikel, man mit den gleichen Parametern den gleichen Artikel herkriegt.